So, meine sehr verehrten Damen und Herren, Mädels, Jungs, Damen und Herren, kann ich euch genauso begrüßen. Ja, ich hoffe, mein Thema ist sehr brisant heute. Ich hoffe, hier schauen Christen zu, die an Jesus glauben. Ich hoffe es. Denn ich komme da gleich auf den Punkt des Punktes, wo man mit dem Kugelschreiber macht. Ja, das hatte ich gestern, das muss ich euch erzählen, das war gestern im Café. Und ja, da begrüßt man am Morgen das Kaffee, wenn man Kaffee trinkt morgens am Marktplatz, nicht am Marktplatz, das war in der Nähe vom Schrannenplatz, gibt es einen Italiener. Da sage ich immer dann, wenn ich komme und Kaffee trinke, halt so quasi immer so, Buongiorno, una birra, no, una birra, Kaffee, oh, sì, und ich dann, grazie, und so weiter und so fort. Ah, ja. Und so beginnt immer da mein Tag dort mit einem Tasse Kaffee. Aber jetzt komme ich dann zum Punkt des Punktes. Jetzt habe ich hoffentlich schon da Christen zu. Ja, das Thema ist sehr brisant. Jesus. Jesus. Gemeinde, feste Gemeinde oder Jesus folgen. Heißt mein Thema. Und was heißt das? Jetzt habe ich eine Diskussion gehabt. Hat sie mich gefragt, in welcher Gemeinde ich gehe. Dann sagte ich, ja, in die Friedenskirche am Hühnerberg in Memmingen. Dann sage ich, naja, bist du da fest in einer Gemeinde? Dann hat sie so komisch gefragt. Dann sage ich, zur Zeit schon. Aber ich bin am Überlegen, habe ich gesagt, ob ich ab nächstes Jahr 2023 dann pendle. Frei sein will. Ich will frei sein mit Jesus, habe ich gesagt. Da will ich vielleicht pendeln, in verschiedene evangelische Kirchen gehen oder Gemeinden. Ja, das geht nicht. Warum? Hat sie gesagt. Ja, man muss schon fest in einer Gemeinde sein, hat sie gesagt. Weil sie da ehrenamtliche Mitarbeiter suchen und so und überhaupt und da geht es auch um Unterstützung. Unterstützung. Und dann habe ich gesagt, als gute Frau, hören Sie mir mal zu. Das habe ich auch gesagt. Man zeigt immer die christlichen Spielfilme in diesen Gottesdienste, manchmal Ausschnitte. Und in diese Filmausschnitte, wo sie in diese Gottesdienste bringen, da kommt immer vor, zum Teil immer, dass Jesus das Volk, er hat in verschiedene Synagogen, sprich Kirchen, gepredigt und das Volk ist, und er hat auch in der Natur gepredigt, zum Teil auch, überall, und die Menschen sind ihm nachgefolgt. Ne? Und das Wort Jesus, was er gepredigt hat, das Volk war neugierig. Sie folgten Jesus sogar. Egal, sei es auf dem Berg, auf der Natur, in verschiedene Synagogen, in Kirchen und überall auf dem Marktplatz in Rom hat er gepredigt auf was weiß ich. Und die Leute sind ihm gefolgt. So, die Leute waren frei. Sie wollten das Wort definitiv hören von ihm. Weil sie Angst gehabt haben, sie könnten ja Jesus nie mehr wieder begegnen. Oder sie könnten das Wort nicht mehr hören von ihm. Ja, damals war es ja so, er war ja ein Mensch. Gesandt von Gott Vater, und er ist ja der Sohn, Jesus, und der Heilige Geist. Das sagt man halt so, Gott Vater, Jesus Sohn und Heiliger Geist, das sind die drei Elemente. Und er ist auf die Erde als Menschensohn gesandt, um das Evangelium zu verbreiten unter das Volk. Genau, so steht es ja auch in der Bibel. Und die Menschen waren frei und haben sich dort frei gefühlt, und damals gab es keine Stühle wie in einer Kirche. Die saßen sich auf dem Boden, auf der Wiese und machten sich's bequem, und er predigte. Ja, und sie hörten aufmerksam zu. Sie waren einfach frei. Frei waren die. So, jetzt habe ich zu dieser Frau gesagt,
Ich möchte auch frei sein. Mir ist das ein Zwang, mit ich unter Druck, dass man sagt, ich muss in einer festen Gemeinde sein, weil so kann ich Jesus nicht finden oder nicht oder suchen oder so. Ja, was ist denn das? Was ist das? Ja, Jesus hat ja die Kirche erfunden, dass wir in einer festen Gemeinde gehen, dass wir Gemeinschaft untereinander pflegen und machen und tun. Dann sage ich ja, das kann ich ja in verschiedenen Kirchen auch. Übrigens ist das doch hochinteressant, wenn ich andere Menschen mal kennenlernen tue, mit anderen kommunizieren kann und so. Ist doch viel interessanter. Und apropos Gemeinschaft, ich muss kein Gerücht erzählen, was von Jesus, der das eh schon weiß, was in der Bibel steht. Ja, ein Schmann. Da gehe ich doch in die Welt hinaus, wie die 12 Apostel mit Jesus, die sind ja auch in die Welt hinausgegangen. Die haben ja auch dann geprägt, die Menschen das Evangelium verbreitet, die wohl nichts von Jesus wissen. Deswegen haben sie dort A, Gemeinschaft gehabt, B, haben sie gleich den Leuten von Jesus erzählt, die da nichts davon wissen. Ich erzähle doch kein Christen von Jesus, wenn er eh schon alles weiß von Jesus. Geht doch gar nicht, ein Schmarrn. Ja? Gemeinschaft, das mache ich dann, wenn ich dann rausgehe und von Jesus erzähle. Oder die, wo nichts von Jesus wissen. Und dann habe ich automatisch Gemeinschaft. Menschen, da heißt es, wir müssen Gemeinschaft haben. Ja, wieso nur unter Christen? Ja, wieso nur unter Christen in einer Gemeinde? Die Erde besteht aus vielen, vielen Menschen. Und wenn ich mit zwei Menschen mich in der Stadt treffe, die hat mal nicht an Jesus glauben, habe ich doch auch Gemeinschaft. Hat nicht diesen Gemeinschaft, was sich die Christen vorstellen, sondern ich habe halt dann menschlichen Gemeinschaften. Und vielleicht kommt man ja dann ins Gespräch und vielleicht erzählt man dann auch mal von Jesus. Oder man erzählt nichts von Jesus. Oder man hat nur Gemeinschaft. Und man hilft auch nur Menschen, wo sie in Not sind, wo sie Probleme haben. Automatisch habe ich Gemeinschaft. Man kann Freundschaften aufbauen und so weiter und so fort. Und da verstehe ich nicht, dass man sagt, man muss fest in einer Gemeinde sein wegen Dienste und die sind da an. Das ist doch keine Pflicht, das ist doch kein Muss oder sonst was. Ja, das war halt einmal früher so. Aber heute ist es wichtig, dass wir eine feste Gemeinde geben. Aber das hat Jesus bestimmt nicht gesagt. Ja, bestimmt nicht. Wir werden doch nicht gezwungen, irgendwo fest da reinzugehen. Gell? Und dass es sich. Und dass ich widersprechen, das geht nicht. Ja, was soll denn das? Ja, ich bin mir echt schwer am Überlegen, weil wenn ich solche Aussagen höre von anderen Leuten, dass man das muss und wegen Pflichten möchte und dass man da Dienste machen muss und dass man da abhängig sein muss, da kann mich ja gleich jemand an der Matterpfahl festbinden und mein Skalp nehmen, wie bei den Indianern. Oder? Ja, was soll denn das? Und da kann man mich gleich an den Matterpfahl fesseln und den Matt und mein Skalp darunter schneiden. Ich komme mir vor wie in Texas bei den Indianern und Cowboys. Und da frage ich mich echt, normalerweise, gell? Wo sind wir denn da? Also die zeigen immer die Filme, wo Jesus frei in Bedacht. Ja, verstehen Sie, was ich meine? Wenn jetzt Christen zuschauen und ich sie mal triff, können sie mich auf der Straße mal darauf ansprechen. Wenn sie wollen, kann mich ein Christ mal auf der Straße ansprechen, wenn er das Video mal gesehen hat. Und der trifft mich auf der Straße zufällig, kann er mich ansprechen. Aber mit dem rede ich mal Tacheles. Weil in den Bibelgeschichten, wo es in der Bibel steht, da wird das ganz anders dargelegt, wie man es heute erfunden hat im 21. Jahrhundert oder schon im 20. Jahrhundert. Genau. Und vor 2000 Jahren, da war das nämlich ganz anders.